So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich möchte euch ganz kurz mal was zeigen. Das ist meine Pinnwand, hier streame ich ja immer, da sitze ich immer mit meinem ganzen Set hinter mir, Pinnwand, und da mal letztens was hingeklebt. Und zwar hier das Bild vom Stanley mit dem Raupi und dem Shiny Raupi plus der Karte, die er mir geschickt hat. Und was ist das denn? Batman? Wer ist das? Robin? Und hier hängt noch mehr, hier ist nämlich sogar Wonder Woman. Hier ist Supergirl, oder heißt sie Superwoman? Nein, das ist bestimmt Supergirl, guck dir das an. Und Flash, der rote Blitz. Und was das jetzt zu bedeuten hat, oder was ich euch jetzt sagen möchte, dafür werde ich jetzt fix rübergehen in die Küche, mich dann nochmal melden und dann zeige ich euch, um was es heute eigentlich geht. So, jetzt kurze kleine Erklärung. KKZ. KKE. Mann, Ramses wieder. Kurze, kleine Erklärung. Was hat es jetzt damit auf sich? Momentan gibt es bei McDonald's doch diese Puppen im Happy Meal. Spielzeugpuppen, diese DC Charaktere. Da gibt es alle möglichen aus dem DC-Universum. Und eine Puppe hat es Pupsi besonders angetan. Und das ist der Joker. Die Joker-Puppe mit den grünen Haaren. Und die fand sie so genial, dass sie letztens los ist mit ihrer Tochter zum McDonald's. Sie haben da ein paar Happy Meals mitgenommen, hat geguckt, natürlich keinen Joker dabei. Dann hat sie gesagt, am Samstag, als mein Stream war, wenn sie kommt, sie kann ja beim McDonald's nochmal 4 Happy Meals mitbringen, die wir dann essen können. Das sind ja nochmal 4 Spielzeuge, vielleicht ist da der Joker drin. Natürlich war er nicht dabei. Jetzt habe ich mir gedacht, als Überraschung, es ist gerade Montag, das Muttertier ist da, ja, also meine Mutter. Wir sind jetzt mal ganz spontan nach Schleusingen gefahren, wir haben eh was zum Mittag gebraucht, haben uns jetzt nochmal 4 Happy Meals geholt. Was da drin ist, welche wir genommen haben, möchte ich euch fix zeigen. Und dann möchten wir natürlich auch hier die 4 Boxen aufmachen und schauen, ob diesmal ein Joker dabei ist. Das heißt, das Video darf ich auch nicht vor Freitag hochladen, weil ich Pupsi dann damit überraschen möchte. Mal gucken, ob wir den Joker für sie bekommen, ob ich ihr den schenken kann, ob ich den ziehen kann. Jetzt haben wir erstmal hier eine Tüte, ne? Die kleine Tüte mit allem möglichen Zeug drin. Hier habt ihr nämlich einmal ein Fruchtquetsch. Das ist genial. Noch ein Fruchtquetsch, denn jeder von uns hat ein Fruchtquetsch genommen. Dann eine Capri-Sonne für die Mama. Ich habe hingegen hier diesen Orangensaft genommen. 2-mal, weil jeder von uns hat sich 2 Happy Meals zusammengestellt. Den Orangensaft ist okay. Der schmeckt wenigstens nach Orangensaft. Capri-Sonne finde ich richtig furchtbar. Nicht nur der Geschmack, sondern vor allem das Trinkröhrchen, was jetzt ja nicht mehr aus Plastik ist, sondern so aus Pappe. Das fühlt sich so eklig an am Mund. Da möchte ich nicht draus trinken. Dann, jeder von uns hat noch ein Eis dazu genommen. Mama hat ihr es schon gegessen während der Fahrt. Meins ist noch hier, das ist bestimmt jetzt flüssig und geschmolzen. Muss ich mir dann später mal angucken. Mama hat sich noch eine Bio-Apfelschorle gegönnt in ihrem Menü. Dann haben wir beide jeweils einmal Sour Cream Schnittlauch Dip. Ich habe aber einen Heatwave Dip zusätzlich und sie einen Süß-Sauer Dip. Grüße übrigens gehen auch raus an den Megascott, falls der schaut. Dann haben wir beide einen Caesar-Salat. Beide haben einen McDonald's-Salat genommen. Jeweils mit Caesar-Dressing. Das gab es eben auch noch dazu. Hier noch 2 Gabeln. Werfen wir auch noch hin. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den richtigen Menüs, was es eigentlich gab. Ihr wisst ja, was ihr da immer wählen könnt. Wir haben einmal genommen ein Cheeseburger mit Pommes und dann einmal Chicken Nuggets mit Salat. Und das jeder von uns. Also jeder hat einen Burger, jeder hat eine Pommes, jeder hat einen Salat und jeder hat Nuggets. Es müsste also eigentlich fast überall dasselbe drin sein. Pommes mit Burger stellen wir einfach so hier hin. Dann hier habt ihr das nochmal, hoffe ich, auf. Ja, das scheint nur die Portion Pommes. Na, warte mal, 4? Das müssten die Nuggets sein. Genau, hier einmal Nuggets, also Nuggets, Pommes, Burger und Salat. Das gehört ja alles zusammen. Wenn ihr das so zusammenpackt, Nuggets, Pommes, Salat. Ist alles durcheinander. Nuggets, Salat,
Pommes und Burger. Das ist also, das sind zwei Menüs zusammen eben dann mit zwei Dips, zusammen mit zwei Getränken. Also für Mama diese beiden, für mich den Saft. Und in den anderen müsste ja dasselbe jetzt eben nochmal drin sein. Einmal noch Burger mit Pommes und einmal noch Nuggets. Hier habt ihr Burger mit Pommes. Seht ihr, Pommes fliegen rum. Burger hängen da unten in der Mitte. Stell mal wieder hier hin. Dann müsste hier ganz alleine noch eine Packung Nuggets drin sein. Genau, da nochmal Nuggets. Können wir gleich hier reinfüllen. Genau wie das. Da kann man eigentlich auch die Nuggets hier in diese Tüte. Das spart auf jeden Fall Platz. Dann können wir die zwei nämlich schon wegpacken. Dann ist die Tüte auch leer. Und dann bleibt nur noch das Spielzeug übrig. Wie findet ihr die Zusammenstellung? Hättet ihr das auch so genommen? Einmal Burger mit Pommes, einmal Nuggets mit Salat, dann eben ich zwei Orangensaft, Mama das andere. Und jetzt haben wir noch vier von diesen Boxen, die wir aufmachen können. Sehen natürlich anders aus, je nachdem, wie rum ihr die dreht oder wendet. Haben wir ja überall verschiedene Logos, haben wir auch so. Wenn wir das noch drehen, haben wir nochmal ein anderes. Machen wir das so. Ah, jetzt passt es nicht. Machen wir es halt so. So haben wir jetzt vier verschiedene. Die wollen wir jetzt gleich aufmachen. Wir fangen mal mit dem ersten hier an. Wie gesagt, die ich drüben habe, habt ihr schon gesehen. Wir brauchen noch den Joker. Machen das mal jetzt hier auf. Das ist auf jeden Fall kein Joker, denn das ist ein Robin. Guck doch mal den Robin an. Adi, guck den Robin an. Was sagst du jetzt dazu? Robin. Wir tun ihn aber nicht so an Adi ran, sonst sind da nämlich lauter Haare dran. Ich habe auch zur Mama gesagt, wir machen es so. Wenn der Joker kommt, kriegt den Pupsi. Wenn neue Figuren da sind, hänge ich die noch an meine Pinnwand. Und wenn Figuren doppelt sind, dann kann die Mama die mitnehmen, eben für ihre Kinder, sagen wir jetzt mal. Den habe ich schon drüben hängen, das heißt, den würde ich wahrscheinlich dann der Mama mitgeben. Kann sie dann verteilen an die Emma, an den Torben, an den Admir, je nachdem, wie sie das möchte. Wir machen das zweite auf und wir haben, oh mein Gott, guck mal, der Robin. Oh, guck doch mal hin, Adi, der Robin. Adi, was machst du da? Ich bin Robin, wir müssen die große Kerze besiegen. So, wir stellen das wieder hin. Wir hören jetzt auf mit dem Rumgeaffe. Das ist auf jeden Fall heftig. Es gibt 8 verschiedene Figuren, glaube ich. Oder 10? Auf jeden Fall 2-mal Robin gegönnt. Vielleicht, wenn Pupsi auch Robin noch nicht hat, kann sie ja noch einen Robin für die Marie mitnehmen. Da wollen wir nicht so sein. Machen den dritten hier auf, gucken hier rein und haben... Wow, Robin! Robin, guck mal! Robin! Ach, keine Ahnung. Was soll man dazu sagen? Du kaufst 4 Packs und hast gleich 3-mal Robin. Möchte jemand einen Robin haben? Schreibt's mal Hashtag Robin. Lasst mal einen netten Kommentar da mit dem Hashtag Robin. Und dann gucken wir mal. Vielleicht verlosen wir einen. Ist total sinnlos eigentlich. Das hat überhaupt gar keinen Wert gerade, aber wenn jemand den Robin möchte, komm, einen hau mal raus an die Zuschauer. Und jetzt haben wir die letzte Box. Die machen wir natürlich noch auf. Und wir sehen, guck mal, das ist grün, da steht Robin. Und was ist drin? Grüne Haare. Das heißt, hier ist der Joker drin. Guck dir den Joker an, wie er keinen Bock hat und wieder reingeht. Hier ist der Joker, der ist für Pupsi. Und ich möchte mich nochmal herzlichst bedanken bei der McDonald's-Dame, die mir so tatkräftig unter die Arme gegriffen hat. Ne? Ich bin nämlich einfach rein und habe ihr gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Hat sie gesagt, nee, das geht nicht wegen Coronas. Und da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich der so leid getan, dass sie was gemacht hat, um mir zu helfen. Das möchte ich jetzt hier so sagen. Sie hat ja nichts Schlimmes gemacht. Wir haben trotzdem 4 Menüs gekauft. Sie hat aber das eine schon im Laden aufgemacht. Das habe ich jetzt gerade nicht aufgemacht. Und da war dann der Joker drin. Ich habe gesagt, ich nehme ja eh 4 Packungen mit. Das heißt, bei dieser wusste ich gerade schon, was drin ist. Bei den 3 wusste ich es nicht. Jetzt bin ich zwar mega enttäuscht, dass das 3-mal Robin ist. Aber ich habe mich mega gefreut, dass wir gemeinsam geguckt haben und gesehen haben, Joker, fertig. Da ist der Joker drin. Und
als dann auf war, musste ich das natürlich nehmen, aber wollte ich auch nehmen, ist ja genau mein Ding. Haben wir jetzt gemacht. Dankeschön auf jeden Fall. Ist nicht selbstverständlich, aber das sieht man wieder, wenn man wirklich was möchte, fragt halt wirklich auch mal nach, macht mal den Mund auf, lasst euch nicht immer alles gefallen, tut was dafür, wenn ihr Ziele habt, dann könnt ihr die auch erreichen, nichts ist unmöglich, selbst den Joker zu bekommen, obwohl es sonst noch Robin drin ist, ist nicht unmöglich, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr Bock habt auf so einen komischen Robin, den ihr unbedingt haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegt ja jemand den Robin. Hashtag Robin, genau. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt erstmal essen. Adi! Ich glaube, der Adi wittert die Nuggets. Nuggets? Adi Nuggets? Kennst du noch das Video? Adi und der Kampf um die Nuggets? Ja, egal, tschüss.